Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Hier geht's heute weiter mit einer neuen Folge von NBA 2K14 und wir spielen weiter im MyTeam-Modus und zwar hier in der Domination. Heute sind wir hier zu Gast bei den Washington Wizards. Ich habe mein Team immer noch nicht verändert. Ich habe es mir eben mal angeschaut und auf die Werte geachtet, mit wem ich denn da am besten spielen kann in meiner Offense. Weil beim letzten Mal hatte ich ja am Anfang das Problem, dass ich überhaupt nicht ins Spiel gekommen bin, weil ich irgendwie nicht wusste, wer da dann mal werfen kann und wer nicht. Aber jetzt habe ich mir mal die Werte angeschaut und gesehen, dass mein Point Guard jetzt gar nicht so gut ist, wenn er zum Korb zieht, sondern eher der Passing Point Guard ist. Deswegen, ich sollte hier in der Offensive über Hamilton und Lewis spielen. Das ist das, was ich so herausgefunden habe. Und bei den auswechselnden Spielern ist Lido ganz gut und Williams. Also ja, so hatte ich mir das dann vorgestellt. Die Packs, die ich bisher gewonnen habe bei den letzten Matches gegen die Bobcats und was war das erste Match? Ich glaube Orlando Magic. Da war jetzt nicht so viel Gutes dabei. Wir sammeln jetzt hier erstmal weiter Punkte. Wir haben schon 8000 My Team Points. Und ich glaube, wenn wir hier das Spiel jetzt noch gut abschließen gegen die Wizards, dann sind wir so bei 12.000 und dann können wir uns vielleicht mal ein Pack kaufen. Auch wenn ich gerade nicht die Preise im Kopf habe, was die Packs kosten, wie viel MyTeam-Punkte. Virtual Coins habe ich da auf jeden Fall erstmal zu wenig, da habe ich alle in meinen Spieler gesteckt. Aber vielleicht reicht es ja hier von den MyTeam-Points, die wir hier in den Spielen gewinnen, um mal ein Pack zu holen und dann vielleicht mal ein paar bessere Spieler in der Offensive zu bekommen. Hier, das Ganze wird immer noch geladen, deswegen können wir jetzt mal die Schwerpunkte vielleicht einstellen. Wir versuchen hier Werfer frei zu spielen in der Defense. Versuchen wir erstmal Würfe von der Dreierlinie zu begrenzen. Und dann haben wir hier vielleicht noch offensive Rebound-Arbeit. So. Immer wird hier noch geladen, okay. Dann warten wir mal, irgendwann müsste es dann mal losgehen. Mein Center hier, Chris Anderson, ist jetzt auch nicht der Offensivstärkste, auch wenn wir mit dem schon viele Punkte gemacht haben, aber ist eher so mehr der Verteidiger, habe ich von den Werten her gesehen. Deswegen da vielleicht auch nicht im Post so viel spielen, dann treffen wir die Bälle nicht. Warum dauert das denn hier jetzt so lange? Das dauert doch sonst auch nicht so lange zum Laden. Ah, jetzt geht's los. Okay, dann schauen wir mal. Zu Gast hier bei den Washington Wizards. Habe ich jetzt die Saison noch überhaupt kein Spiel. Noch eins habe ich, glaube ich, mal gesehen. Wir haben aber gegen die Heat gewonnen, habe ich gelesen. Irgendwie die Heat dreimal in Folge verloren. Aber gucken wir jetzt mal, ob wir dann hier besser ins Spiel starten als noch beim letzten Mal. Den Sprungball können wir schon mal nicht gewinnen. Wall lässt sich jetzt Zeit. Ja. Einfaches Pick and Roll, da komme ich nicht am Block vorbei. Und dann muss Hamilton hier das Foul nehmen, um den einfachen Layup von Wall zu verhindern. Ja, schade, ich dachte, der fällt vielleicht nicht rein. Mal. Ah, schade nur. Auch zur Freiwurflinie auf der Gegenseite jetzt. Da hatte ich schon den Pick von Chris Anderson mir gestellt, den Block. Und dann bin ich schön vorbeigekommen, aber dann ist der Layup hier leider nicht reingegangen. Ja, von den Wurftimings bin ich immer noch nicht besser geworden. So, einer von zwei wenigstens drin. So it's Washington with it.
So, jetzt gucken wir, ob wir defensiv dann jetzt hier besser stehen. Ach, jetzt das Foul hier von Anderson. Ich habe gelesen, hier Mike Miller, den wir haben, ist ein guter von der Dreierlinie. Dann können wir dann vielleicht mal mit dem Dreier werfen, wenn er frei steht. Und jetzt erneut hier Hamilton zum Korb und erneut mit das Foul, weil ich ihn außen nicht verteidigen kann. Freiwurf 3 und 4 jetzt hier schon für die Wizards. Und bisher alle verwandelt. Und so ist New York mit it. It's a three-point game. Carter Williams, the pass to Anderson. Ach, schade hier. Ich dachte, da gebe ich im letzten Moment den Pass auf Anderson und dann wird er doch noch gut verteidigt. Ah, die Idee war ja wieder gut, aber schade. Wollte ich mit Carter Williams halt so Richtung Korb ziehen, warten, bis der Verteidiger dann Anderson alleine lässt und ihm dann den Pass im letzten Moment geben. Aber der Verteidiger hat sich da nicht drauf eingelassen. Ach, und jetzt hier der Illegal Screen in der Offense von Anderson. Also, ein guter Start sieht anders aus. Und wieder lasse ich ihn hier außen einfach durch und jetzt kriegt er hier wieder den offenen Sprungwurf. Das ist viel zu einfach. Das ist schlechte Defense, was ich da spiele. Und ja, leider wieder hier nur ein Freiwurf. Der erste geht wenigstens mal rein. Ah, der zweite auch. Bleiben wir wenigstens dran. Steuere ich meine Defense wen anderes. Einmal ein Power Forward hier. Und dann liege ich hier am Boden und habe mich verletzt. Spiele ich mal einen Verteidiger und dann verletzt er sich. Ich werde beklopft. Also, wen muss ich denn einwechseln? Wechsle ich Hamilton ein. Okay. Und jetzt gibt's einen Offensivfoul. Ja, nee, ist klar. Und Beal jetzt hier auf Außen. Jetzt mal gegen Nene hier im Post verteidigen. Und dann gibt es schon wieder einen Foul. Na, das kann doch nicht sein. Schon fünftes Team-Foul hier. Gerade mal 3 Minuten gespielt. Einen trifft er. Und hier in der ersten, approaching 3 Minuten gespielt. Now here's Roten. He's covered by Beal. Williams stellen uns da mal einen Tick. Und dann der grottenschlechte Pass hier in die Mitte. Und dann block ich ihn hier noch. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt Miller hier durch die Mitte. Jetzt mal schön der Schnellangriff hier auf den freien Mike Miller. Der mal mit einem Easy Layup, wenigstens mal jetzt einfache Punkte hier nach dem schönen Block da, nachdem ich den Turnover und nochmal der Block hier jetzt sehr gut in der Defensive. Ja gut, der war natürlich jetzt viel zu überhastet geworfen, da war der Verteidiger direkt dran, ich dachte er wäre frei, aber als ich zum Wurf angesetzt habe, war der Verteidiger schon da. Jetzt von außen der Dreierversuch und dann Offensiv-Rebound hier. Ich habe es mit dem Boxout versucht, aber jetzt lasse ich da Nene komplett alleine durch. Hol mir aber den Rebound.
Der Pass sollte eigentlich zum anderen Spieler gehen. Oh, versucht man. Ah, jetzt gibt es das Foul von Okafor und wir behalten den Ball. Sehr gut. Na, jetzt habe ich aber auch ein Pech. Freier Wurf hier, wenigstens B-Qualität. Und dann ausgezeichnet vom Timing und dann geht er nicht rein. So, defensiv klappt es jetzt besser. So, mal mit Tiki einfach durchgegangen und den Layup gemacht. Ziehen sich irgendwie sehr zurück, die Wizards. Scheint so eine Zone-Defense gerade zu sein von denen. Versuchen hier den Korb in der Mitte alles abzudecken. Vielleicht muss ich dann mal schauen, dass ich hier ein paar Dreier werfe. So, defensiv läuft es definitiv besser gerade. So, mal einen freien Wurf von außen genommen und da ist der Ausgleich. Sehr schön. Nina jetzt hier versucht zum Dribbling. Sechs Sekunden noch. Der muss jetzt werfen und ich lasse mich hier schon wieder abdrängen, aber Teague von der anderen Seite holt den Rebound. Jetzt mal schnell hier Richtung Korb, aber irgendwie kommt keiner mit. So, mal gucken, Anderson, ob er hier in den Post kommt. Baue ich mal den ersten mal an und dann jetzt... Ah, lässt sich halt von der Wurftäuschung und ja, jetzt Fußspiel. Verdammt, da hätte ich fast den Steal noch bekommen. Und ich sage eben noch, dass Anderson da im Post nicht der Killer ist. Und trotzdem versuche ich es dann. Aber hier in der Defense ist er da und jetzt hier noch mit dem Block. Jetzt mal mit den langen hier von Lido kurz vor Ende. Ah, schade. Aber schön jetzt hier verteidigt am Ende. Und überlegt, dass die Wizards 6 Punkte aus Freiwürfen haben. Dann haben wir nur 3 so zugelassen. Und ich denke, das Ende des ersten Viertels waren wir gut dabei. Den Anfang haben wir wieder verschlafen. Ja, versuchen wir es mal mit Whitey. Der verliert auch den Ball. Dann immer Hamilton von außen. Und ah, schade. Ja, Wurffoul von Mac gegen Nene musste jetzt hier sein. Vielleicht wirft er ja wieder einen vorbei. Der wäre zu einfach gewesen, der Korb. Und da wirft er einen vorbei, Whitey mit dem Rebound. Versuchen wir uns mal einen Pick hier setzen zu lassen. Jetzt der Pass in die Mitte gelingt irgendwie überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber er setzt sich hier durch, sehr schön. Eigentlich versuchte ich sie mit so einem Pick and Roll, aber irgendwie wenig gerollt von ihnen hier zum Korb. Und ich spiele den Pass etwas zu früh. Und dann setzt er sich hier aber gegen das Foul durch, kann den Korb machen und kriegt den extra Freiwurf. Timing ist jetzt auch nicht gut, aber da ist deswegen gut, dass er die 3 Punkte gemacht hat. Oh, jetzt hier erzwungener Wurf hier. Oh, was mache ich? Scheiße! Verdammt, ich wollte zum Point Guard werfen. Mann! Ah, so, dahin. Meine Fresse, drückst du den falschen Knopf, ey. Jetzt hier gerade mal keiner da in der Verteidigung. Gucken wir mal. Ach ja. Das habe ich da schon wieder versucht. Oh, Anderson ist da mit dem Rebound. Aber jetzt mal ein bisschen ruhiger agieren, nicht wieder so überhastet hier. Das
enge Defense hier. Ich komme überhaupt nicht richtig dran. Nur noch 6 Sekunden, na jetzt. Oh, viel zu früh, schlechtes Timing und der geht rein. Jetzt musste ich einfach mal hier werfen. Ich habe ihn frei gesehen. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich hier so ein schlechtes Timing da erwische, aber die 2 Punkte habe ich gemacht. Oh, jetzt hier schön durchgesetzt und ich bin wieder Nirvana. Ich wollte ja auch in der Verteidigung den Power Forward nehmen. So, Carter Williams jetzt wieder drin. Versuchen wir es nochmal. Sind wir hier mal schön durchgekommen beim Pick and Roll. Und Williams macht die einfachen 2 Punkte hier. So, jetzt mal Verteidigung. Nehmen wir den anderen Williams. Verteidigen wir hier gegen Nene. Wall von außen spielt auf Beal. Der wieder auf Wall zurück. Aber jetzt muss ich hier aufpassen, wo Nene hinrennt. Jetzt Box. Ach, jetzt kriegt er ihn hier rein. Verdammt, ey. Dann verteidigen wir so lange gut. Und dann macht er ihn den Dreier. Pick von der Seite, ein Platz hier. Nehmen wir den Wurf von außen. Schade, aber Anderson mit dem Rebound. Ja, spielen wir lieber zurück nach außen hier. Sehr enge Defense hier. Oh, jetzt Miller kommt nicht durch. Ach, verdammt. Oh, Anderson hat ihn wieder. Und er trifft auch nicht. Was ist denn da los jetzt in der Offensive? Meine Fresse, ey. Boah, da kriegst du da 8 Schüsse und keiner geht rein, oder was? Mann! Ja, so, jetzt hier nochmal den Pass kurz vor dem Layup gespielt, weil ich dachte, er geht wieder nicht rein. Und dann macht Anderson ihn hier wenigstens, auch wenn es etwas knapp wieder aussah. Und er macht ihn hier gegen 3 Leute einfach durch die Mitte ohne Probleme, als wäre das nix. 8 Punkte jetzt schon für John Wall hier. Och, der kriegt den Pass nicht mal durch auf Anderson. Meine Güte, ey. Ja, und er kriegt da von außen den freien Wurf. Da 3 Leute stehen unterm Korb, machen da Picknick. Und keiner deckt ihn. Wieder so ein schlechter Pass. Verstehe das nicht. Jetzt läuft es mal wieder gar nicht. Hier Momentum völlig weg. Nichts klappt. So, jetzt mal wenigstens hier den Fehler in der von den Wizards nutzen. Jetzt brauchen wir mal wieder Punkte hier. Ah, jetzt verlieren wir fast den Ball. Meine Güte, warum tue ich mich immer so schwer? 56 seconds left to play in the first half. They grab their own miss. Rejected by Webster. Und jetzt blockt er hier nicht echt den Dreier, ey. Also das. Ohne Witz. Ohne Witz ist das ein Scheiß, ey. Kann man denn nur einen Dreier auch noch blocken? So, jetzt mal einfach durch die Mitte. Washington with the ball. Maynard off the pick from Serafin. Unser erster Viertel war ja gut, aber das zweite haben wir nicht gut gespielt hier. Defensiv klappt auch schon wieder nichts.
Steve, nothing makes a coach smile as much as pure, selfless teamwork. Just 1 second between the shot clock and game clock. Wieso kriegen die denn nie den Pass hier rein? Da muss doch mal möglich sein, dass die einen vernünftigen Pass durch die Defense da spielen. Aber irgendwie... There's 14 seconds left to play in the first half. Here's Teague, wants to get it to Hamilton, and does. And there is a whistle that goes jetzt ein Foul, okay. That's his first foul. Over to the wing. This one for three. Ah ja, jawohl. Auch 3 Punkte wieder ran. Throws it from deep. Shot no good. Naja, der Dreier war mal noch wichtig jetzt hier am Ende der Halbzeit. Haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen vom Momentum wieder zurückgeholt. Welcome back everybody, the start of the second half getting underway. Both teams battling hard through the first half. Kriegen jetzt auch noch wieder den Ball, sehr gut. Wenn wir jetzt treffen, sind wir bis auf einen Punkt wieder dran. Wall and Beal together in the backcourt and it's Okafor in at the 5 down low. That's Randy Whitman's 5 as we get into the second half. Now here's Carter Williams. 6 to shoot. Here's Lido. Einfach mal mit Lido durchgegangen und dann kriegen wir das Foul von Nene. Jetzt hoffen wir, dass wir halbwegs sein Timing irgendwie hinkriegen. Da schon mal nicht. Ja, der zweite geht bis auf 2 Punkte ran. Ach, und dann hat er Glück, dass er hier reinrollt, Okafor mit dem Korb. Ach, verdammt. Ich hab's einfach mal versucht, wieder übertrieben gegen 3 Leute da. So, jetzt mal aggressiv in der Defense hier. Jawoll! Steal und direkt der Dunk auf der anderen Seite. Und 2 Punkte jetzt nur noch der Rückstand. Aber jetzt das Foul von mir hier. Ich wollte nicht, dass er da wieder durchgeht. Jetzt muss er sich hier die Punkte wieder erarbeiten. Vielleicht macht er ja einen mal nicht. Der erste geht aber leider schon mal wieder da rein. Aber kommt der zweite nicht. Ja, oder doch. Und so, hier ist New York, trailing by 4. Roten kicks to Carter Williams. From beyond the arc. Haben wir mal Platz vielleicht. Ach man. Ich dachte, da ist der Verteidiger mal zu weit weg und ich krieg da mal einen offenen Dreier. Und dann kassieren wir auf der anderen Seite direkt die schnellen Punkte und schon ist der schöne Aufholjagd wieder. Vorbei. Jawohl, der ist drin. Sehr schön. Oh, und die Wizards nehmen eine Auszeit. Aber wir liegen ja immer noch zurück hier. 3 Punkte. Aber noch ist das Spiel ja nicht vorbei. Ist ja egal, wenn wir jetzt noch zurückliegen. Wichtig ist ja, dass wir am Ende wieder aufdrehen. Jawohl, jetzt läuft es in der Defense etwas besser. Hamilton mit dem Rebound hier. Ach, was mache ich da? Timing völlig... Ich wollte dann gar nicht mehr werfen. Irgendwie habe ich zuerst gedacht, ich werfe. Und während des Wurfs habe ich mir geschrieben, nee, werfen ist doch keine gute Idee. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich hier den Ball quasi zurückkriege, weil er ins Ausgeblockt wird. Sehr schön. Zwar nur 2 Punkte hier, stand noch auf der Linie.
Aber jetzt hier Miller wieder schön freigespielt da und dann immer den offenen Wurf. Das scheint eine gute Taktik zu sein. Wall versucht es hier wieder, Porter frei außen, sonst ist der Verteidiger aber da. Jetzt gibt es hier Passing, Beal versucht den Drive zum Korb, jetzt ganz nach außen, Porter mit dem Dreier, trifft nicht und Carter Williams mit dem Rebound, vielleicht geht's schnell. Roten mit dem offenen Wurf und der ist drin, sauber! 8-0 Run hier, wir führen es mit 2. Schöner Run jetzt hier mit 2 Dreiern und dann dem langen Zweier von Miller. Nein, das lasse ich nee hier durch. Ah, hat keiner gesehen. Und jetzt gibt's, oh, jetzt macht hier nicht Williams 2 Sekunden bevor die Uhr abläuft das Foul. Sieben Sekunden noch, jetzt müssen wir gleich wieder werfen. Da zieht er zum Korb und Moore mit dem Rebound. So, jetzt nicht überhasten hier, keiner ist frei, wir warten. Ah, kein Platz hier Richtung Korb. Jetzt in der Mitte, schönes Pick and Roll und er macht den Korb, sauber. Vier Punkte Führung. Ich glaube, erste Führung überhaupt hier im Spiel jetzt gerade. Und jetzt der lange Dreier. Och nee, Junge, fang doch den Ball! Alter, wie scheiße war das denn schon wieder? Zwei Leute von mir tippen den Ball an und der andere kriegt den Rebound. Sehr schön. Jetzt mal defensiv weiter gut spielen. Ich meine, gerade war es ja gut. Ah, jetzt der lange Zweier hier. Sehr schön. Einfach mal geworfen da, nachdem wir nicht durchgekommen sind. Ach, da lasse ich mich wieder wegblocken beim Rebounden, Mann, ey, das ist Washington, they have shot 8 of 10 from the line. That's an even 80% free throw shooting here. Die werfen aber auch alle dreien hier. Muss dann mal nochmal einer daneben gehen. Unglaublich. So, jetzt kriegen wir den letzten Angriff wenigstens in dem Viertel. Erstmal die Zeit ein bisschen runterlaufen. Wir wollen ihnen natürlich nicht die Chance geben, hier auch noch einen Angriff zu laufen. Und dann Foul hier 5 Sekunden vor Schluss. Ich hasse es, ey. Unglaublich. Man das nicht umstellen kann hier mit den Freiwürfen, das macht so keinen Sinn, wenn ich ständig mit anderem Timing hier spielen muss. Egal, wir führen mit 3. Schönes Comeback hier im Viertel. Schauen wir uns Assist of the Game noch an. Ah ja, schönste Assist war es jetzt nicht, aber war okay.
And on the floor for New York here in the fourth, we've got Jordan Hamilton. Carter Williams is out there with Marcus Teague. And there's Anderson. Jetzt spielen wir hier mit Hamilton wieder gegen Nene. Ich meine, wir standen sehr gut defensiv im dritten Viertel. Zwei Boxouts da noch verpasst, sonst hätten wir da noch mehr Rebounds bekommen. Und jetzt gehen wir hier rüber und machen das Foul, aber wahrscheinlich so gut wie die heute von der Linie sind, bedeutet das gleichzeitig zwei Punkte für Washington. Nein, nur ein Punkt für Washington. Sehr gut. Das Timing war scheiße. Da kriege ich denn einen freien Dreier? Wo ist jetzt mein Verteidiger? Irgendwo mal nach ganz hinten hier. Auch gut, ein Pass gegen den gegen Spread, habe ich auch noch nicht gesehen. Egal, wir beschweren uns nicht. Das wäre jetzt auch gewesen, Fußspiel oder so. Kaum Platz hier. Sehr schön. Diesmal mal keine Wurftäuschung, direkt den Korbversuch gemacht. Ach, und dann kriegt er den Dreier von draußen rein. Ihm gelingt das, was mir nicht gelingt. Mann, ey, da haben wir uns wieder so gut angestellt in der Defensive, mein Team. Und dann kriegen die hier einfach den Dreier rein. Das ist natürlich immer bitter. Ja, sehr schön. Nicht der beste Wurf aller Zeiten, aber drin. Die bleiben bei ihren Timeouts hier. Oh, und dann kommt so ein schlechter Pass. Ich raste aus, ey. Die können doch nicht mit so einem Krippelpass einen Korb machen. Fast der Steal und dann gibt's einen Korb. Das ist unglaublich. Na, erst das schon mal drin. Wenigstens um etwas. Ja, der zweite auch drin. Endlich mal 2 von 2 gemacht hier. Ich meine, so wenig Freiwürfe, wie wir treffen, die muss er halt treffen, dann wird das hier auch besser aussehen. Dann würden wir hier mehr besser führen. Flo da hier, aber eigentlich noch gut verteidigt. Und wir haben den Mann noch gewechselt, aber schöner Wurf dann auch. Miller up on top, guarded by Beal. Miller kicks to Carter Williams. Ah, komplett den offenen Wurf hier wieder versemmelt und jetzt haben die Wizards die Chance hier zurückzukommen. Und wieder haben die das Glück. Das war jetzt schon der dritte oder vierte Korb, der einfach reinrollt, auch wenn er daneben hätte gehen können, ey. Kein Platz hier Richtung Korb. Und jetzt das Foul von Beal gegen Miller. Und ich habe keine Ahnung vom Timing wieder. Ja, sehr schön. Mal gut geraten hier. Ein erster war drin. Der zweite auch. Sauber. Mike Miller hier. Gute Punkte heute, guter Mann. Max checked in. Now here's Wall.
Sehr schön von Anderson mit dem Block. Jetzt ab in die, auf die andere Seite. Hier haben wir den freien Wurf. Und der geht nicht rein. Verdammt, ey. Vielleicht etwas zu überhastet da gespielt. Ich wollte gerade sagen, Offensivfoul hier. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal davonziehen. Wir dürfen am Ende nicht wieder hier unter Druck kommen und dass wir die Freiwürfe treffen müssen. Wir brauchen so mindestens 5-6 Punkte Vorsprung, würde ich sagen. Weil wenn wir wieder hier Freiwürfe treffen müssen, dann wird das Ganze wieder eine bittere Angelegenheit, ey. Sechs Sekunden nur noch. Versuchen wir es hier. Ja, ziehen wir das Foul. Ach, roll da mal rein. Ja, mit Carter Williams klappt es jetzt hier halbwegs. Müssen wir uns gegen Ende merken, dass wir ja ihm den Ball zuspielen, wenn es um die entscheidenden Freiwürfe geht. Weil mit ihm habe ich jetzt halbwegs das Timing raus. Zumindest wenn es auch nicht ein A-Timing ist, trifft er hier die Würfe. Oh, nee, mit dem Fehler und... Nein, was macht Mac denn da? Was macht der da? Das ist unglaublich, so einen Scheiß! Er hat den Ball schon und warum... Ach, nee! Unglaublich, wie er es versaut hat da gerade in der Defensive. Ne. Sowas ist unverzeihlich. Jetzt liegen wir hier zurück, nur wegen dem Fehler. Miller ist da! Drei wieder! Sauber! Und wieder Nene trifft nicht und wieder kriegt er seinen eigenen Rebound. Unglaublich schlechte Defense da. Und Carter Williams trifft den nächsten offenen Wurf hier nicht und jetzt geht's ab in die andere Richtung und jetzt sieht's so aus, als verschenken wir hier dieses Spiel. Und jetzt auch noch für drei, genau. Nee, das war es, das Scheißspiel werden wir hier wohl abschenken müssen. Jetzt müssen wir hier den Dreier verwandeln, um den Ausgleich zu schaffen. Unglaublich. Diese eine defensive Aktion davon, Mac, der kostet uns das Spiel. Und er ist nochmal drin, Mike Miller, Wahnsinn. Man of the Match. Egal wie das jetzt hier ausgeht, den Clutch-Shot hier zu treffen. Also noch ist es nicht vorbei. Und Overtime. Heilige Marie. Unglaublich hier. Das hätten wir gewinnen können. 3 Minuten Overtime jetzt. Foul von Okafor hier. Gut, ansonsten wäre das wahrscheinlich auch hier wieder schlecht ausgegangen. Und er macht ihn rein, unglaublich in Bedrängnis hier. Hamilton. Solche Plays brauchen wir jetzt.
Nein, Beal mit dem Dreier jetzt hier. Schön Carter Williams jetzt in der Defensive. Irgendwelche schnelle Punkte in der Offensive. Und da kommt Mike Miller und jetzt wird er geblockt. Der war doch schon drin. Das sah ja wieder behindert aus, ey. Wurde er jetzt vom eigenen Mitspieler da geblockt? Und Nene zieht das Foul hier. Komm, ein machst du vorbei. Hast du schon mal heute. Und der erste ist drin. Der zweite auch. Verdammt, ey. Ach, das ärgert mich gerade, dass Miller den in der Offensive da vorne nicht reinmacht. Von irgendwo geblockt wird. Unglaublich. Ja, sehr schön. Wie kriegt er den denn rein gegen drei Leute? Was machen die denn da? 28 Punkte da in der Zone abgegeben. Ach, roll da mal rein. Weißt du, wir haben aber auch kein Glück hier. Ausgefault. Okafor ist weg. Jetzt müssen wir hier mit Teague spielen. Okay, das war nicht das Timing. Na, ein wenigstens. Der erste Wurf ist immer raten. Ich kann mir doch hier nicht alle 10 Spieler merken, wo die ich einmal die Woche spiele, ey. Jawoll! Schlechter Pass und dann Ballverlust. Jetzt können wir auf 3 davon ziehen. Das wär ganz groß jetzt. Ach, Miller zu weit, ey. Da könnte ich den offenen Dreier nehmen. Und dann steht Miller zu weit weg. Oh Mann, ey. Okay, T kann keine Dreier werfen. Merken wir uns das für die nächste Offensive. Wir haben ja noch genug Zeit hier zum Testen. Da können wir natürlich einfach mal einen Wurf verschenken. Können die mal einen defensiven Rebound holen, Mann? Meine Fresse! Mann, ist das ein Schrott, ey! Spielen sie das jetzt hier zu Ende? Lassen sie jetzt die Zeit runterlaufen. Ja, Defensive müssen wir jetzt einmal da sein hier noch. Natürlich, er kriegt den freien Wurf hier. Ich werde bekloppt. Wer verteidigt denn da? Wer ist denn... Rennt, ey. Da wirst du blöd bei so viel Doofheit, ey. 3 Sekunden jetzt. Und dann verlierst du dieses Spiel. Ich könnte so ausrasten bei so viel Schwachsinn. Mann, da hätten wir die Chance, ey. Die war mehr als da, dieses Spiel zu gewinnen. Und in der Defensive... Na, nee. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt muss man nächste Mal noch eine Runde gegen die Wizards spielen. Schade, schade, schade. Ich reg mich gerade tierisch auf. Obwohl, ach, wir müssen gar nicht gegen die gewinnen. Wir müssen nur spielen. Das ist ja schon mal cool. Wir haben trotzdem hier 2 Punkte, 2 Sterne bekommen. Das heißt, wir müssen gar nicht immer gewinnen. Ja, das freut mich wenigstens, aber es behindert, dass wir das jetzt hier abgegeben haben. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir verlieren also knapp gegen die Washington Wizards hier. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich muss das jetzt hier erstmal verkraften. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schaltet aber beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir gegen die Atlanta Hawks antreten. Dann hoffentlich mit etwas besserem Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy für Paddy Stuff.